Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Jetzt hier schon mit Teil Nummer 5. Ich würde sagen, jetzt geht's aber wirklich los. Ich weiß, das sage ich schon in den letzten 4 Videos, habe ich das immer schon gesagt. Und ich habe mir die jetzt auch nochmal angeschaut und war wirklich sehr enttäuscht von mir persönlich selber. Das war, ich weiß auch nicht. Ich habe es immer versucht, umzureißen, aber irgendwie hat das alles nicht funktioniert. Und ich habe euch eigentlich, man könnte es eigentlich fast immer sagen, immer nur Ausreden präsentiert. Und wie gesagt, hatte mir die jetzt alle nochmal angeschaut und habe gesagt, du musst jetzt hier wirklich was tun. Ja, also das kann so nicht weitergehen, sonst ist das hier eigentlich alles für die Katz, was du hier machst. Und habe jetzt, wir haben es den 10. November jetzt, wie gesagt, 10 Tage des Monats sind rum. Und ich habe jetzt, bin ich ganz ehrlich, jeden Tag Sport gemacht. Also bin, was dieses Sportding angeht, jetzt voll drin. Das war ja das, was wirklich die ganze Zeit nicht funktioniert hat, regelmäßig, Regelmäßigkeit, das war so das Problem. Und ja, hab da jetzt wirklich die Motivation gefunden. Das liegt auch an dem Buch von Arnie, was ich jetzt fast durch habe. Also da fehlen jetzt nur noch, ich weiß nicht, noch 20, 30 Seiten, nicht mehr, ich glaube 20 Seiten sogar noch, dann habe ich das Buch durch. Genau, hier ist es nochmal, der Umschlag von dem Buch. Wie gesagt, fast durch. Und das ist wirklich, wie ich gesagt habe, so eine Motivation, die einen mitreißt. Es sind Sachen in dem Buch, die da drin stehen, die kenne ich schon so. Die habe ich eigentlich schon so seit Ewigkeiten mache ich das teilweise so. Und es ist ja eigentlich auch nichts Neues, ja, dass man mit Zielen arbeitet und so weiter. Das habe ich auch schon immer gemacht, aber so vielleicht nie so hundertprozentig teilweise den Fokus darauf ausgerichtet. Ich habe es jetzt auch gemerkt mit diesen 100 Kilometer Fahrradtour, ja, wo ich die Videos ja schon veröffentlicht habe, müsstet ihr ja schon gesehen haben mittlerweile. Das war ja auch so ein Ziel von mir, so ein Ziel, wo ich gedacht habe, du willst, als ich mir das Fahrrad gekauft habe, gesagt, du willst jetzt hier 100 Kilometer fahren. Dann kam die Idee mit Magdeburg, und da hatte ich immer so dieses Bild im Kopf, ich vor diesem Ortseingangsschild in Magdeburg mit meinem Fahrrad, und wie gesagt, ich blende es kurz ein hier, das Bild. Das hatte ich so im Kopf, und ich habe dann wirklich, das ist ja, man hat so ein Ziel und man versucht es dann umzusetzen. Man tut vieles dafür. Ich habe mich, wie gesagt, Strecken rausgesucht. Wo fährst du lang? Was brauchst du an Equipment? Was willst du mitnehmen? Ja, wie gesagt, darum war es nachher auch bei der Rücktour nachher egal, dass ich dann Reifenplatten hatte, weil ich hatte auch alles bei gehabt. Natürlich war es ärgerlich, ja, aber es war jetzt nicht das Problem, weil ich hatte ein Ersatzschlauch bei. Wie gesagt, ich hatte mich gut vorbereitet. Was brauchst du? Und so, was ich damit meine, ist so, man muss, wie gesagt, viel mehr mit seinen Zielen arbeiten, eine Vision haben von dem, was man erreichen will. Ja, bis wann? Und dann hat man auch, dann fügt sich auch so langsam das Bild. Ja, was braucht man dafür? Was muss man dafür machen? Und so, wie gesagt, bestes Beispiel war diese Fahrradtour halt gewesen. Und ja, cool. Ich bin da jetzt wieder voll jetzt dabei. Jetzt dieses Monat gibt es keine Ausreden mehr, die ich euch präsentieren kann, zum Glück. Denn, wie gesagt, okay, es sind jetzt erst 10 Tage um. Wir haben den 10. November. Aber ich muss sagen, ich bin voll drinne. Ja, wie gesagt, jeden Tag Sport. Ja, also es sei denn, Fitnessstudio bin ich jetzt regelmäßig gefahren. Fahrradfahren, okay, jetzt ist das Wetter ein bisschen schlecht, aber ich bin dann auf meinen Hometrainer hier gegangen. Das HIIT-Training regelmäßig, also wenn ich wirklich wenig Zeit habe im Alltag jetzt durch Arbeit und so weiter, für dieses HIIT-Training, das sind ja 10, 20 Minuten, ja, die nehme ich mir immer. Also die, ja, also wenn nicht viel Zeit ist, wenn mehr Zeit ist, fahre ich Fahrrad oder fahre ein Fitnessstudio. Wenn weniger Zeit ist, mache ich dieses HIIT-Training. Und das funktioniert gerade super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle es, ich merke es am ganzen Körper. Ja. Muskelkater, mir tut alles weh teilweise. Ja, das ist halt. Darum bin ich heute auch nur so, ja, ganz sachte, nur 30 Minuten auf den Hometrainer gefahren. Nicht extrem jetzt oder so, sondern einfach mal, man will ja auch denn, man, zu viel ist ja auch wieder schlecht. Ja, wenn man es ins Übertraining kommt, das ist ja auch wieder nicht gut für den Körper. Aber ich fühle mich gut, ja, obwohl ich alles merke, ja. Aber ich bin auf dem richtigen Weg, glaube ich. Die Ernährung, okay, da ist jetzt noch so der Punkt, wo ich dran arbeiten muss. Aber ich denke mal, wie gesagt, ich muss das Ziel jetzt genau ausarbeiten. Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Und dann funktioniert das auch. Ich freue mich da richtig drauf, bin jetzt wirklich voll drinne. Und ja, cool. Vielleicht kann ich den einen von euch auch noch mitnehmen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr so. Ja, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und jetzt geht's hier aber weiter. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, weiter geht's. Wir haben heute den 17. November, also der halbe Monat ist um. Sportlich sieht es immer noch sehr, sehr gut aus. Zieht das immer noch regelmäßig durch. Also, ja, diesen Monat kann ich endlich mal, ja, euch nicht enttäuschen oder mich persönlich eigentlich enttäuschen. Ja, das läuft alles noch sehr, sehr gut. Oh, heute auch schönstes Wetter, oder? Die Sonne scheint. Ah, herrlich. Das war jetzt gerade mitten in meine Fresse, aber ja, was wollte ich sagen?
Ja, ich habe gedacht, ich wollte es hier ein bisschen interaktiver mal ein bisschen gestalten. Ich denke so, wir haben jetzt Samstag. Ich nehme euch einfach mal so mit auf diesen Tag. Ja, also ich bin jetzt aufgestanden. Heute nicht so früh, es war glaube ich so kurz nach 7. Ja, doch, eigentlich doch schon früh. Ja, ganz entspannt aufgestanden. Freundin gefrühstückt, die musste noch zur Arbeit. Ja, wie gesagt, zusammen gefrühstückt. Und ja, jetzt sind wir hier. Die erste Runde mit dem Hund. Ja, unsere knappe Stunde, die wir morgens immer gehen hier. Ja, also nicht jeden Morgen, wenn ich arbeiten bin, nicht. Aber jetzt am Wochenende. Ja, die gehen wir jetzt. Ja, bei schönsten Sonnenschein, 2 Grad. Ja, es wird langsam kalt, aber ist völlig okay. Also wir haben jetzt keinen Wind. Ja, diese Feuchte ist jetzt nicht so. Darum die Sonne scheint, das ist immer sehr schön. So. Was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, heute begleitet er mich so ein bisschen. Dann habe ich geplant. Upsala. Ja, dann haben wir schon Dezember. Wie gesagt, ich plane gerade noch so meinen 30-Kilometer Marsch. Ich vermute mal, dass ich so Ende November, Anfang Dezember starten möchte, dass so Mitte Dezember das Video erscheint. Das ist so ein Plan von mir. Mal gucken, ob wir das umsetzen können. Schön wäre natürlich, wenn es so schneien würde, so mit Schneelandschaften. Oh, jetzt muss ich mal die Arme wechseln hier, sonst scheint die Sonne euch hier so ein bisschen in die Kamera. Ja, das ist so mein Plan. Dann habe ich geplant, Anfang Januar so eine kleine Videoserie. Da wollen ja die meisten Leute immer so abnehmen. Ja, und da habe ich gedacht, starte ich so eine Serie mit so, ja, wieso gesunde Ernährung? Ja, was sind so die Schwierigkeiten dabei? Oder mit Sport allgemein, Tipps zum Umsetzen. Ich habe jetzt hier monatelang alles ausprobiert. Ja, und jetzt scheint es zu funktionieren alles. Ja, und da will ich dann den Leuten auch so ein bisschen Hilfestellung geben, die auch so die Probleme haben, Berufsleben, sage ich jetzt mal, sich gesund zu ernähren, Sport regelmäßig zu machen, mit ja, anderen Scheiß, den man sonst so im Alltag zu erledigen hat. Ja, das ist so mein Plan. Es wird natürlich denn der nächste Vlog oder hier das Video Anfang Januar wird es ja dann mehrere geben. Ich mache wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, werde ich wieder machen, so mein die letzten Tage 2023, was ich schon die letzten 3-4 Jahre, glaube ich, gemacht habe, wo ich immer mich so, so einen Vlog mache über die letzten Tage des Jahres. Ja, das werde ich dieses Jahr auch wieder machen. Ja, freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Also, ja, wird einiges kommen. Wie gesagt, und heute werden wir hier ja, so ein bisschen mal meinen Alltag. Ja, ich bin jetzt schon lange kein Fahrrad mehr gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt draußen. Mal gucken, heute ist eigentlich das Wetter perfekt dafür, aber heute werde ich es wohl nicht, wahrscheinlich nicht schaffen. Ich hoffe, dass morgen auch das Wetter so ist, dass wir morgen nochmal eine Runde drehen können. Ich bin jetzt eine Weile nicht gefahren, weil das Wetter wirklich nicht so schön war. Regen, kalt. Habe jetzt aber so eine Beinüberzieherschuhe, wie seit dem letzten Video, hier, wo ich nach Magdeburg gefahren bin, da die 100 Kilometer, da war, hatte ich ja extrem kalte Füße die ganze Zeit und habe mir da jetzt so eine Überziehschuhe da geholt. Die sind jetzt die Woche angekommen, vor 2-3 Tagen. Und ja, müssen wir natürlich auch mal testen. Ja. Aber mal gucken. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier noch den Rest weiter und dann ja, beginnt der Tag. Jo, sind wir wieder zurück. Der Hund hat gefressen, waren jetzt ungefähr so ja, knapp 50 Minuten, 4,5 Kilometer ist die Runde so ungefähr, waren wir jetzt unterwegs. Ja, wir haben es jetzt noch Vormittag, ja knapp, also 9:45 Uhr, 9:45 Uhr, für alle, die nicht wissen, was ich meine, sind wir jetzt ja zu Hause. Wie gesagt, schönes Wetter, was heißt schönes Wetter, es war kalt, aber wie gesagt, es regnet nicht, Sonne scheint, machen wir natürlich noch was am Haus, ja, noch ein paar Sachen erledigen, die wir so machen müssen, hier die Garage noch ein bisschen aufräumen wieder, ja, so Kleinigkeiten halt, das machen wir jetzt und danach dann vielleicht noch Sport. Ja, draußen die Arbeit abgeschlossen, da gönnt man sich natürlich als Belohnung ein kleines Käffchen, ja. Und ja, ich sitze jetzt hier mit Schreibtisch, jetzt wird, wir haben ja vor 2 Tagen den Podcast aufgenommen, ja, Filmquatschen-Podcast, wer noch nicht kennt, ich verlinke euch mal hier unten, ja, den wird jetzt noch ein bisschen bearbeitet und dann geht der bei Ephraim auf dem Kanal online morgen. Ja, das wird jetzt gemacht. Ja, mittlerweile haben wir es jetzt schon 13:30 Uhr. Ja, viele Sachen, noch ein Video geschnitten, Video noch fertig gemacht, zum Veröffentlichen, den Podcast, wie gesagt, fertig gemacht, ein paar E-Mails geschrieben und ja, was man noch so alles macht. Ja, hat alles doch wieder ein bisschen länger gedauert, wie eigentlich geplant. Ja, Mittagessen, langsam wird's, ja, kriege ich Hunger. Ihr wisst ja, ich mache es ja so, morgens immer mein
na hier mein Overnight Oats, den ich immer esse. Mittags eigentlich esse ich immer normal, so ziemlich. Und abends esse ich dann wieder meinen Shake. Oder besser gesagt, ich mache mir ja dann immer einen hier mit meinem Thermomix. Ja, gibt es ja immer Banane rein, Milch, Wasser und so weiter, Erdnussbutter und so weiter. Also das ist ja dann mein Shake, den ich abends immer trinke. Aber heute mache ich es ein bisschen anders, denn heute, ja, unser Hund Brix, er hat heute Geburtstag und da gibt es nachher noch hier, ihr seht schon, ich habe frische Backen, Kuchen, ja, Erdbeer-Cheesecake, oh, geil. Ja, darum kann ich jetzt nicht so voll reinhauen, gibt es jetzt keinen Mittag, darum gibt es jetzt bloß noch einen kleinen Shake, so einen Eiweiß-Shake dazu, zum Mittag jetzt, den ich mir jetzt einverleibe, denn wie gesagt, es gibt nachher noch diesen Kuchen, das muss man ja alles ein bisschen einberechnen. Und ich werde heute auch, ja, weil Samstag ist es meistens, dass ich dann so umdrehe, Freundin abends zu Hause ist, ja, dann wollen wir auch mal richtig schön zusammen auch Armut essen. Da zeige ich euch dann noch, was ich da mache nachher. Ja, darum jetzt erstmal hier einen kleinen Shake. Mm. Ah, der macht jetzt erstmal ein bisschen satt. Und dann werde ich gleich losgehen. Ja, da das Wetter jetzt noch einigermaßen gut, die Sonne ist zwar jetzt nicht mehr so extrem draußen, ja, ist ja extrem, scheint jetzt nicht mehr so doll, sagen wir es mal so, aber werden wir mal so eine kleine Geburtstagsrunde drehen, eine etwas größere Runde, mal gucken, die wird so anderthalb Stunden, das wären so 8, 9 Kilometer vielleicht, so 7, 8, 9, nehme ich euch aber ein bisschen mit. Ja, wie gesagt, Fahrradfahren wird heute nichts bei mir, obwohl heute eigentlich das schönste Wetter dafür gewesen wäre, weil wir ja keinen Wind haben, also sehr wenig Wind. Ja, die Sonne, ihr seht schon da hinten, ich weiß nicht, ob man es überhaupt sieht. Es ist ein bisschen bewölkter, es ist nicht mehr so schön wie heute Vormittag. Aber ja, wie gesagt, Fahrradfahren vielleicht morgen, heute nicht. Ja, darum jetzt, das ist ja auch Sport, sage ich jetzt mal, ja. Auch so ein bisschen als Training für meinen 30-Kilometer-Marsch, kann man es ja auch sehen. Und wenn alles klappt, werde ich dann morgen Fahrrad fahren, ja. Aber ja, so sieht es aus, wir sind jetzt hier unterwegs. Jo, freue mich drauf. Haben jetzt hier, weiß ich, vielleicht 1 Kilometer, 2. Ja, mal die andere Richtung, nicht wie heute Morgen, sondern weg von der Elbe. Ja, andere Richtung. Wir gehen da jetzt zu dem Dorf da hinten. Ich kann dir mal zeigen. Ja, gehen jetzt hier den Weg lang. Dann kommen wir da hinten. Das ist das nächste Dorf. Ich weiß nicht, ob ihr das ganz hinten sehen könnt. Und dann gehen wir dort drüben, da drüben, wo die Häuser sind. Da lang gehen wir dann wieder zurück. Und dann da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Und dann sind wir wieder zu Hause. Ja, sind jetzt fast am Ort hier, am Dorf angekommen, den nächsten, nächstgelegene, sagen wir es mal so. Sind jetzt knapp, ja, halbe Stunde unterwegs, 2,5 Kilometer, ja, ja, läuft ganz gut, wie gesagt, und dann gehen wir dort den Weg und wieder, ja, in die andere Richtung. Mal gucken, wie viele Kilometer am Ende es am Ende werden. Der eine oder andere kennt vielleicht diesen Plattenweg hier. Ja, mein Video 50 Kilometer Radtour, die ich gemacht hatte, da war das hier der Weg, wo ich zurückgefahren bin und irgendwo hier auf diesem Weg, nur ein Stück weiter, hatte ich ja dann diese 50 Kilometer geschafft. Genau, das ist hier der Weg. So, da sind wir wieder zu Hause. Ja, genau 1,5 Stunden unterwegs gewesen. Knapp, ja, knapp nicht ganz 7,5 Kilometer. Ja, okay. Hat ein bisschen länger gedauert. Wir waren jetzt noch einen kleinen Abstecher machen auf dem Friedhof. Ja, war schön gewesen. Schöne Runde. Jetzt habe ich ganz schön Hunger. Ich glaube, jetzt haben wir uns ein Stück Kuchen und einen Kaffee verdient. Oder was, Brix? Hm? Ja, ich denke mal, er sagt ja. Wir haben es mittlerweile abends, kurz nach 6. Abendbrotzeit steht an. Ja, heute, wie gesagt, gibt es auch nicht ganz so gesundes Abendessen. Aber wie gesagt, man lebt nur einmal, ja. Ich zeige mal kurz, was ich hier jetzt vorbereite gerade. So, wie ihr sehen könnt, hier Baguettebrot, ein bisschen Untergrund drauf, sage ich jetzt mal. Tomaten, so eine Mühlenfrikadellen Minis hier, vegan natürlich, aus Basis von Soja. Die sind damit drauf, wie gesagt, Tomaten mit dazu. Da kommt jetzt noch Gouda hier, leicht natürlich, mit oben drauf. Dann kommen nachher noch Frühlingszwiebeln oben drauf, ein bisschen Soße. Zeige ich euch nachher noch. Das kommt dann jetzt, wie gesagt, jetzt kommt der Käse drauf, dann kommt das Ganze in den Backofen. Und dann, ja, ist das eigentlich ziemlich geiles und einfaches Essen. So Leute, sieht doch gut aus, oder? Fehlen noch die Frühlingszwiebeln. Ja, das wird jetzt verspeist. Abendbrot, wie gesagt,
Ist jetzt nicht das gesündeste Essen, war jetzt eigentlich auch heute den ganzen Tag, was ich euch gezeigt habe, nicht wirklich alles so vorteilhaft, bis auf die Bewegung. Ja, wir haben es jetzt 19 Uhr, es wird jetzt gegessen, dann gibt es noch ein Filmchen und danach geht es dann nochmal eine Stunde mit dem Hund raus. Oh, das war der Samstag, nicht groß aufregend, eigentlich ein bisschen langweilig, aber jetzt habe ich euch mal so ein bisschen mitgenommen. Morgen werde ich wahrscheinlich Fahrrad fahren, werde ich auch nochmal kurz was drehen und dann schauen wir mal, wie es diesen Monat hier weitergeht, oder? Ja, Leute, der Monat November neigt sich Ende zu, wie ihr vielleicht schon hört. Hat mich ja zum Ende des Monats hier noch eine fette Erkältung erwischt. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Wirft mich ein bisschen zurück, weil dann ist natürlich kein Sport möglich. Aber ja, was will man machen? Ich bin ganz ehrlich sehr zufrieden sehr zufrieden mit dem Monat. Mein Gott, das erste Mal jetzt, dass ich wirklich Sachen mal ordentlich durchgezogen habe. Also das mit dem Sport hat sehr gut funktioniert. Wie gesagt, was ich euch die Tage jetzt hier schon oder besser gesagt in dem Video schon erzählt habe. Das habe ich jetzt auch wirklich durchgezogen. Bin sehr stolz auf mich, endlich mal die Sachen mal ja durchgezogen habe. Genau, ich denke mal, das war jetzt so ein kleiner Durchbruch und werde das jetzt weiterverfolgen. Na okay, jetzt hier ein bisschen, wirft mich jetzt ein bisschen die Erkältung hier wieder zurück, was das Sportliche angeht. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird jetzt so eine Woche dauern. Vielleicht nächste Woche dann wieder sachte Beginn. Mal gucken, wie sich die Erkältung entwickelt. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Sehr viel mit Ernährung habe ich mich diesen Monat noch nebenbei beschäftigt. Da wird auf jeden Fall definitiv eine extreme Umstellung stattfinden bei mir. Werde ich euch natürlich mitnehmen. Bin jetzt am Ausprobieren, Rezepte suchen, gucken, wie ich es am besten umsetze und so weiter. Das wird jetzt ein Prozess sein. Das wird erstmal eine Weile dauern. Man kann das immer so nicht von heute auf morgen alles machen. Das muss erstmal so ein bisschen nach und nach gucken, was funktioniert für mich. Wie gehe ich es am besten an? Und so weiter. Das wird jetzt nun mal gucken. Ja, will das so schnell wie möglich aber umstellen und da werdet ihr mich ja dabei begleiten, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Und da wird es bestimmt auch nächstes Jahr noch richtig viele Videos zu geben. Ja, das war's denn mit dem Monat November. Will das Ganze jetzt nicht weiter in die Länge ziehen. Und ja, in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit, die beginnt ja jetzt, ja, und wir sehen uns dann mit einem neuen Vlog sozusagen hier, am Anfang des neuen Jahres wieder. In diesem Sinne soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.